Ja, wir sind heute hier in Flein. Das ist in der Nähe von Heilbronn und wir haben einen wunderschönen sonnigen Samstagmittag. Ja, der Himmel ist strahlend blau, die Vögel zwitschern und alles fängt an wieder schön grün zu werden. Tja, der blaue Himmel, dank Coronavirus. Fliegen keine Flugzeuge mehr, zumindest nicht mehr viele. Und der Himmel ist schön sauber. Ein paar Schäfchenwolken sind da, aber sonst ist es wunderschön, einfach mal in den Himmel zu schauen. So ein Blau habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Ich werde euch mal umschwenken, damit ihr das mal so ein bisschen sehen könnt. Ja, so sieht der Himmel hier aus. Blau, blau, blau. Die Bäume werden schön grün. Und ein paar Schäfchenwolken sind zu sehen, also so richtige Wolken. Das ist doch schon mal ein schöner Anblick. Temperaturen sind auch richtig gut. Ich schätze mal so um die 17 Grad. Es ist überhaupt nicht kalt, im Gegenteil, sogar eigentlich warm. Ja, hier drüben. Was ihr hört, da ist eine Bundesstraße, aber von der werden wir uns dann wieder ein bisschen entfernen. Ja, und wir sehen uns dann gleich wieder. Hört mal das Vogelkonzert hier an. Da hört man, das Leben kehrt zurück. Das ist doch Natur pur fast. Wenn nicht der Mensch hier alles kaputt machen würde. Wunderbar. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Wir sind hier an der Brandisklinge. Keine Ahnung. Es steht hier im Wald auf dem Schild. Ja. Wir sind hier auf dem Weinberg jetzt, also einer von vielen hier in Heilbronn und der Umgebung. Aber ich habe da einen wunderbaren Ausblick. Es ist wirklich schön weit und offen.
Oh, hört ein Specht. Ja, schön China-Nudeln. Ich zeige euch dann noch gleich was. Turm hier. Man darf leider nicht hochgehen wegen Coronavirus. Aber wir können ihn trotzdem angucken. Nicht von drinnen, aber von draußen. Leckeren China-Nudeln. Und? Geht. Kann man essen. Super. Und alles mit so einem kleinen Spiritusbrenner. Mir hier gemacht. Super. Super Angelegenheit. Ihr habt jetzt wahrscheinlich schon den Turm gesehen. Da wollte ich eigentlich mit euch hochgehen, aber ging ja nicht, weil es geschlossen wegen Corona. Nichtsdestotrotz habt ihr ihn ja gesehen. Ja. So, jetzt habe ich fertig gegessen. Alles zusammengeräumt, den Müll entsorgt. Und jetzt geht's weiter Richtung Heimat. Jetzt haben wir es mittlerweile 17.49 Uhr. Und es wird Zeit halt, ja, und 2 Stunden oder so, oder 3 Stunden wird es ja langsam dunkel dann. Das sind jetzt noch, ich glaube, 8 Kilometer oder 7 Kilometer bis ins Zentrum von Heilbronn. Und von da aus muss ich dann noch nach Hause kommen. War schön, dass ihr zugeguckt habt. Und dann vielleicht bis zum nächsten Mal. Bis dann, habt ein schönes Wochenende.